Heute habe ich endlich den Mascara-Test für euch. Für alle, die sich jetzt fragen, hä, was denn für ein Mascara-Test? Ich habe in meinen letzten Tutorials, also meinem Ombre-Eyeliner-Tutorial und meiner Make-up-Routine, die nicht wirklich ein Tutorial ist, eine Wimperntusche gezeigt, zu der ich danach sehr viele Kommentare gekriegt habe, ob ich die nicht mal genauer zeigen kann, beziehungsweise genauer vorstellen, beziehungsweise testen kann. Es handelt sich um diese The Giant Mascara von Catrice. Die ist neu im Sortiment, weil das ist die wasserfeste Version und ich habe mir die gekauft, weil ich eben gesehen habe, die ist neu und da waren fast alle weg aus dem Aufsteller und dann dachte ich mir, die Leute, die scheinen was zu wissen, was ich irgendwie nicht mitgekriegt habe, habe mir die dann gekauft, 4,49 Euro hat die gekostet und da sind 12 Milliliter drin, ich glaube, das ist normale Wimperntuschengröße, ne? Ja, und jetzt habe ich heute mal den extremen Test gemacht, was kann diese Wimperntusche eigentlich alles? Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Als erstes teste ich jetzt mal, wie gut sich diese Wimperntusche auftragen lässt. Meine Wimpern sind relativ lang, wie ihr von der Seite sehen könnt, jedoch aber jetzt nicht extrem gebogen, weswegen ich dann erstmal eine Wimpernzange benutze. Die hier ist von Rossmann und ich muss sagen, ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Die lässt die Wimpern schön geschwungen wirken. Und nach dem Biegen tusche ich dann die Wimpern von dem Auge auch sofort, weil wasserfeste Wimperntuschen enthalten Wachse, die dann die Form länger halten sozusagen. Und ich finde, das geht mit dieser Wimperntusche wirklich sehr, sehr gut. Die Bürste ist etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man das Gefühl hat, sie umschließt die Wimpern nicht komplett, aber die Wimpern wirken sehr natürlich und trotzdem schön lang und sehr schön schwarz. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Kommen wir schon zum zweiten Test. Das ist der Schweiß- und Regentest oder auch Spritzwassertest, wie auch immer. Ich fülle hierzu Wasser in so ein Sprühfläschchen, um mir damit das Gesicht nass zu sprühen, um einfach zu schauen, wie gut hält diese Wimperntusche, wenn jetzt das Gesicht nicht komplett ins Wasser getunkt wird, aber einfach leicht nass ist. So wie wenn man eben beim Regen nass wird. Und ihr seht, außer dass mein Gesicht jetzt nass ist, hat sich nichts verändert. Also die Wimperntusche verschmiert nicht, sie verläuft nicht. Die Wimpern verkleben eben ein bisschen, ist ja normal, wenn sie nass werden, aber ansonsten hat sich gar nichts verändert. Kommen wir schon zum dritten Test. Das ist jetzt der Test, bei dem das Gesicht komplett im Wasser sein wird. Zum Beispiel, wenn man ins Schwimmbad geht und man eben ein bisschen tauchen geht und ja, mal schauen, wie sie sich da hält. Also klar, jetzt sehen die Wimpern natürlich noch verklebter aus, weil sie richtig schön nass geworden sind. Aber auch hier ist wieder nichts verlaufen. Und wenn man jetzt die Wimpern ein bisschen anfasst, dann wird man auch merken, die Wimperntusche färbt nicht ab. Also da bewegt sich wirklich gar nichts. Auch wenn man sein Gesicht noch ein zweites Mal ins Wasser taucht, noch ein zweites Mal schwimmen geht, die Wimperntusche bleibt so, wo sie ist. Natürlich muss Marie erstmal dumm in die Schüssel reden und Blubberblasen machen, aber ihr seht, es hat sich auch zwischen Runde 1 und Runde 2 nichts verändert. Die Wimperntusche hält wirklich bombenfest, wenn sie nass wird. Test Nummer 4 ist jetzt natürlich der Hardcore-Test. Also ich muss sagen, ich reibe mir nicht über die Augen, weder im nassen noch im trockenen Zustand, denn dann krümelt Mascara doch an sich schon sehr. Was ich empfehlen würde, ist eher so unten drunter reiben und auf den Augenlidern reiben. Ich habe jetzt für euch noch den Test gemacht, ob sich irgendwie verändert, wenn man über die trockenen Augen reibt. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass sie dann wirklich krümelt. Also ich denke, das sollte man im geschminkten Zustand lieber bleiben lassen, zumal angeblich Augenreiben eh Falten macht. Hier seht ihr, da bröckeln dann doch schwarze Krümelchen ab, aber ich denke, das wird mit jeder Mascara passieren. Und der sechste und auch letzte Test soll zeigen, wie gut die gute Wimperntusche denn jetzt abzuschminken geht. Ich benutze hier extra Wattepads, die für wasserfestes Make-up geeignet sind. Ich meine, das ist klar, das muss man dabei jetzt natürlich beachten und reibe damit einfach über meine Augen. Also diese Mascara, die hält wirklich sehr, sehr fest und ich muss feststellen, das geht zwar ein bisschen was ab, aber das scheint lang nicht alles zu sein, denn morgens wache ich auf und habe doch ein bisschen schwarze Ränder um die Augen, jetzt nicht extrem, aber doch ein bisschen. Deswegen, sie hält wirklich sehr, 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 sehr fest
und umschließt die Wimpern wirklich komplett. Deswegen würde ich euch empfehlen, danach auf jeden Fall Waschgel zu benutzen, was auch nochmal wasserfestes Make-up entfernt. Aber ich muss sagen, ich beiße gerne in diesen sauren Apfel, wenn ich dann einfach eine Wimperntusche habe, die im Wasser bombenfest hält. So, ja, das war der Mascara-Test. Ich hoffe natürlich, dass euch jetzt diese Art von Video gefallen hat. Ich würde mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Ich muss sagen, ich bin wirklich einfach begeistert von dieser Mascara und ich werde sie mir höchstwahrscheinlich auch nachkaufen. Wobei, das sage ich jetzt so, aber ich probiere ja immer gerne neue Sachen aus. Also, aber ich finde wirklich, also ich finde die wirklich toll. Und für 4 Euro, was habe ich gesagt, 49, ne? Da kann man sich doch nicht beschweren. Also die hat doch eine sehr gute Leistung für den Preis. Und wenn ihr die auch habt, dann würde mich wirklich auch interessieren, was ihr von der haltet oder ob ihr die vielleicht blöd findet oder so. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Also das betrifft euch jetzt nicht wirklich. Ich möchte es nur sagen, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar fliege ich jetzt am Samstag, also am 27. mit Philipp zusammen in die Türkei in den Urlaub für eine Woche. Keine Sorge, ihr müsst nicht auf Videos verzichten. Ich plane das alles so vor, dass nichts ausfällt. Aber ich kann nicht auf Kommentare antworten, weil ich habe dann nur mein Handy dabei im Urlaub. Ich werde zwar, ich glaube, ab und zu mal bestimmt WLAN haben, aber mit dem Handy kann man nicht auf Kommentare antworten. Das hat ja YouTube irgendwie geändert, warum auch immer. Ich denke, ich werde mal hin und wieder was twittern oder was Instagram oder sowas. Das heißt, wenn euch das interessiert, was ich da so treibe, dann, ihr wisst, hier könnt ihr mich überall finden und stalken und keine Ahnung was. Und ja, ansonsten, wir sehen uns zwar im nächsten Video wieder, aber in Deutschland bin ich dann erst wieder in einer Woche sozusagen. Hoffentlich schön braun. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!